Wann kriege ich endlich mein Spenderherz? Auch wenn du noch so oft fragst, du bekommst es deswegen nicht schneller. Sie werden zukünftig alle Neuerungen aus erster Hand erfahren und ich kann Ihnen versichern, es werden einige sein. Dann haben Sie beide ja erreicht, was Sie wollten. Jetzt hören Sie mir mal zu. Nein, jetzt hören Sie mir mal zu. Feline bleibt bei ihrer Tochter im Zimmer. Wenn sie raus muss, dann will ich das von meiner Mutter hören. Wie du dich für uns einsetzt. Ach, das mache ich doch gerne. Danke. Glaubst du, ich missbrauche mein Amt, um einen privaten Rachefeldzug zu führen? Und? Tust du's? Du hast dich entschlossen, Johanna zu glauben und längst dein Urteil gefällt. Es geht ja nicht um ein Urteil. Es geht um eine Entscheidung, die ich getroffen habe, vor langer Zeit. Eine Entscheidung für Johanna. Und alles, worum ich dich bitte, ist, dass du diese Entscheidung respektierst. Du hast mit ihm geschlafen. Ja, ich habe die Nacht mit Stefan verbracht. Aber bevor ich darüber nachdenke, wie das mit uns weitergeht, muss ich mit Marco sprechen. Ich will dir auch was sagen. Markus, ich liebe dich. Kannst du mir verzeihen? Jetzt komm. Jetzt setzen wir uns erstmal. Du hast dir so eine Mühe gegeben. Ach komm, hör bitte auf. Das ist doch wirklich das Mindeste. Wenn ich drüber nachdenke, was ich dir in letzter Zeit alles angetan habe. Oh Gott, ich war so dumm. Ich war ein Idiot. Wir waren beide dumm. Sehr dumm. Aber du hast dir doch überhaupt nichts vorzuwerfen, Marie. Ich habe dich die ganze Zeit gequält mit meiner sinnlosen Eifersucht. Als ob da was zwischen dir und Dr. Jung läuft, wirklich. Das ist so absurd und abwegig und das tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ach komm, jetzt sei doch nicht traurig. Es wird alles wieder gut werden. Ich werde mich ändern. Ich werde es versuchen. Hm? Komm, jetzt trinken wir was. Trinken wir auf uns. Wir trinken darauf, dass du das Wichtigste in meinem Leben bist. Und wir trinken darauf, dass ich dich nie verlieren will. Okay? Prost. Was ist mit dir? Was wolltest du mir sagen? Ach, ist nicht so wichtig. Darüber können wir doch auch in Ruhe sprechen. Es lässt mich eben nicht kalt, zu sehen, wie du offenen Auges in dein Unglück rennst. Danke, dass du dich um mich sorgst, aber es ist vollkommen unnötig. Ja, du scheinst ja einen Hang zu Menschen zu haben, die dir nicht gut tun, aber es ist ja dein Leben. Müssen wir wirklich so miteinander reden? Ja, du hast recht. Werd erst mal gesund. Vielleicht denkst du noch mal über meine Worte nach. Können wir nicht eine klare abmachen? Du kannst mir nicht verbieten, einen Kranken zu besuchen. Doch, das kann ich schon. Du besuchst meinen Mann und das ist ein gravierender Unterschied. Du bist nicht meine Vorgesetzte. Hanna. Was wollte sie? Sich noch einmal erklären. Sie sollte sich mir erklären und nicht dir. Ich hatte gehofft, dass ich es zwischen euch vermitteln kann, aber es ist mir nicht gelungen. Eher bringst du einem Raubtier Tischmanieren bei. Ralf, die Nasenkorrektur müssen wir unbedingt teurer ansetzen. Isabel, glaub mir, das ist zu hoch geworfen. Wir stehen am Anfang. Ralf, wieder zweite Guten Abend. Frau Weinberger, hatten wir einen Termin? Ich wollte Ihnen einschärfen, dass die Umstrukturierung der Klinik absolute Priorität hat. Ja.
Wie Sie sehen, arbeiten wir bereits an den Details. Aber ich will endlich Ergebnisse sehen. Sobald Frau Dr. Jung mir ihre Erfordernisse referiert hat... Auch der Verwaltungsrat möchte Ergebnisse sehen. Setzen Sie sich doch erstmal. Kaffee, Frau Beinberg. Ja, danke. Das ist uns doch durchaus bewusst. Und was Frau Professor Lindner angeht, sie hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Sie ist unflexibel und sperrt sich gegen alles Neue. Damit hat sie ihren Führungsanspruch eindeutig verspielt. Also keine falsche Rücksichtnahme. Diese Frau will meinen Kopf. Leider wächst ihre Macht und meine Karten werden immer schlechter. Ich werde noch mal mit ihr reden. Du gehörst einfach hierhin. Spar dir das. Sie hat mit Sicherheit erwartet, dass ich nach dem Verwaltungsratsbeschluss das Handtuch werfe. Aber genau deswegen werde ich weitermachen. Auch wenn die Teilprivatisierung den Arbeitsalltag erheblich erschweren wird. Hanna, ich hoffe nur, dass du dich nicht zwischen den Fronten zerreibst. Keine Angst. Ich weiß, dass die meisten Kollegen hinter mir stehen und erwarten, dass ich für ihre Interessen und die der Klinik kämpfen werde. Sag mir, wenn ich dir helfen kann. Ich bin immer für dich da. Ja, das ist ja alles ganz schön. Aber es gibt einen Haken, Frau Professor Lindner. Sie kann mit ihrer rückständigen Haltung alles gefährden. Und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Sie haben mich verstanden. Guten Abend. Ich wusste ja gar nicht, dass die alte Freundin von Frau Professor Lindner ihre ärgsten Feindin geworden ist. Weißt du, manchmal liegen Liebe und Krieg eben sehr eng beieinander. Und diese Feindschaft ist unsere Chance. An die Arbeit, Ralf. Hier. Sonst wacht sie noch auf und es fehlt ihr. Danke. Du bist echt nett. Wieso? Weil ich das Kuscheltier aufgehoben habe? Ich würde mich echt gerne revanchieren, aber ich weiß nicht, worüber du dich freuen würdest. Ich muss los. Lernen. So spät noch? Ja, aber ich stress halt. Ja, klar, das muss sein. Also, ich gehe dann. Vielleicht kann ich dich ja mal auf einen Kaffee einladen oder eine Cola oder ein Bier. Ich meine, schließlich bist du ja schon erwachsen. Wann... Hattest du denn mal Zeit? Keine Ahnung. Vielleicht nächste Woche? Ja, klar. Schule geht vor. Ich gehe dann. Ich wünsche dir eine... Ich meine, ich wünsche euch eine... Eine gute, schöne gute Nacht. Ja, ich dir auch eine gute Nacht. Danke. Ein langer Tag, hä? Die Länge ist nicht das Problem. Könnte ich eine Flasche Wein haben? Ja, Marie ist eine der wenigen Frauen, die Wein gegenüber Champagner vorziehen. Habt ihr euch wieder versöhnt? Ja, endlich. Das freut mich. Wie läuft's bei dir? Wie geht's meinen Vätern? Danke. Den Umständen entsprechend. Jan wartet auf sein Spenderherz und Thomas ist im Moment für mich die kleinste Sorge. Wenn du dich nicht mit ganzer Kraft gegen diese Privatisierung gestellt hättest, dann müsstest du jetzt auch nicht so kämpfen. Irgendjemand muss sich für unser Personal und für unsere Patienten einsetzen. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ohne die Privatisierung geht es irgendwann um das Überleben der Seeklinik. Dann hast du überhaupt nichts, wofür du kämpfen kannst. Du willst den neuen Schockraum doch auch. Dafür brauchen wir neues Geld. Aber nicht um diesen Preis. Ach Gott, es ist schon, ne? Die Zeiten ändern sich. Da muss man ein bisschen flexibler sein. Vielleicht auch du? Flexibilität heißt aber nicht, moralische Grundsätze über Bord zu werfen. Du hast keine Vision. Das ist das Problem. Die Zukunft hat angefangen und du hast es irgendwie verpennt. Flexibilität und Moral müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Ich bin Ärztin geworden, um zu helfen. Und nicht, um reich zu werden.
Im Gegensatz zu mir, ja? Ja. Im Moment macht es den Eindruck, dass dir deine Karriere wichtiger ist. Mama, es tut mir leid, dass ich deine Erwartungen mal wieder nicht erfüllt habe. Aber ich bin gerade zu gut drauf, mich mit dir um Moral zu streiten. Schönen Abend und danke für den Wein. Darf ich? Christian. Was gibt's? Entschuldige, ich habe vorhin ein bisschen heftig reagiert. Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt. Naja, jeder reagiert mal emotional. Wer weiß, was aus uns geworden wäre. Verklärst und romantisierst du da nicht gerade was? Es war romantisch. Aber ich wollte eigentlich gar nicht in Erinnerungen schwelgen. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Also, schwamm drüber. Du hast noch dasselbe große Herz wie früher. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Es ist spät. Ja. Du hast natürlich völlig recht. Gute Nacht, Thomas. Gute Nacht. Ja, so wie es jemandem geht, der auf ein neues Herz wartet. Machst du auch brav deine Übungen? Moment, die sind aber erst am Nachmittag dran, Frau Professor. Im Augenblick wird komponiert. Was ist mit dir? Du siehst müde aus. Könnte daran liegen, dass ich müde bin. Na komm, setz dich her, erzähl es mir. Erzähl es dem Vater deines großen Sohnes. Ich habe verloren. Die Klinik wird teilprivatisiert und Markus hat da mitgeschnitzt. Wie? Ja, er hat seinen Patenonkel beeinflusst, als Mitglied des Verwaltungsrates zuzustimmen. Und diese eine feine Stimme war das Zünglein an der Waage. Ach, dann ist er dir quasi in den Rücken gefallen. Ja. Na, ich kann nur hoffen, dass er seine Gründe dafür hat und hoffentlich sind das gute Gründe. Jan, da geht's um Loyalität. Wir sind eine Familie. Sag mal, ist alles okay? Ja, ja. Der Junge ist einfach wie ich. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Von Mann zu Mann. Hm? Ja, warum nicht? Und sag mal, diese Atemnot, hast du die schon länger? Keine Ahnung. So, ich höre dich mal ab. Gut. So. Geht's? Jetzt tief Luft holen und anhalten. Es wird schon nicht so dramatisch sein. Es klingt gar nicht gut. Wir machen noch ein Röntgen. Ich organisiere das gleich. Gut.
Morgen. Morgen. Na? Hast du gut geschlafen? Ja. Bin schon so früh aufgewacht, dann dachte ich mir, kann ich auch gleich in die Klinik fahren. Hab schon ein paar Briefe erledigt. Markus, ich muss mit dir reden. Hast du mit Mama schon gesprochen? Ich kann es nicht verstehen, warum die sich permanent gegen Fortschritt wehrt. Ach, du meinst die Privatisierung? Weil das wäre doch wirklich die beste Möglichkeit, den neuen Schockraum zu finanzieren. Den wir sowieso brauchen. Was ist denn los? Bist du anderer Meinung? Nein, den Schockraum brauchen wir natürlich. Ja, siehst du, und wir erfüllen ihr den größten Traum, den sie jemals hatte. Und was macht sie? Sie legt sich zum Dank mit allen Leuten an. Naja, sie hat halt andere Prioritäten, was medizinische Notwendigkeiten angeht. Ja, aber altmodische. Weißt du, nur weil jetzt die Schönheitschirurgie privatisiert, das heißt das doch noch lange nicht, dass die ganze Klinik privat wird. Markus, ich muss eigentlich über was total anderes mit dir reden. Entschuldige bitte. Es gibt ja auch wirklich noch andere Themen. Ich bin so froh, dass wir beide uns wieder besser verstehen. Jetzt hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich werde mit Mama reden, versprochen. Wird alles wieder gut werden, kleine Friedensstifterin. Oh. Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Markus, komm, wir müssen zur Visite. Ach so, ja. Guten Tag, Ihnen. Wer ist der Nächste? Herr Falke, Gasinstallateur. Das ist die Gasexplosion von gestern, ne? Genau, und ihm geht's deutlich schlechter als Herrn Helwig. Na dann. Tag, Herr Falke. Tag, Herr Falke. Tag, Herr Falke. Haben Sie die Narkose gut überstanden? Ja, geht so. Geht so. Ja, dann bringen Sie mich doch mal auf Stand, Herr Dr. Jung. Ja, Herr Falke hatte eine Blutung in der Arteria mesenterica inferior. Blutung konnte durch Gefäßnaht gestoppt werden. Der Darm musste nicht resiziert werden. Ferner eine proximale Tibiafraktur, die durch eine Plattenosteosynthese versorgt werden konnte. Und zu guter Letzt eine Bennett-Fraktur und Verbrennung zweiten Grades auf etwa 3% der Körperoberfläche. Maßnahmen? Die Wunde wurde gereinigt, affitales Gewebe entfernt und verbunden. Tja, dann alles Gute. Laufen Sie nicht weg. Wir sehen uns morgen. Schön. Gut. Oberschwester, Sie achten mir darauf, dass Sie Verbrennungen zweimal täglich... Das verdienen. Genau. Danke. Kaffee? Okay. Warten Sie bitte eine Sekunde. Ich würde mal gerne mit Dr. Jung sprechen. Hast du eine Minute? Ja. Herr Dr. Jung, sagen Sie mal, die Gefäßnaht bei der Operation von Herrn Falke. Falke, ja genau. Die war doch ziemlich kompliziert, oder? Na, die zweite Ruptur in der Mesenterica inferior war nicht abzusehen. Also da dürfte eine junge Assistenzärztin auch mal nervös werden, richtig? Ja, ja, durchaus. Also da haben Sie sich nichts vorzuwerfen. Mhm. Ah, ich sehe da gerade Frau Obermeier. Ich kümmere mich mal um Sie, damit Sie sich ein bisschen beruhigen. Frau Obermeier, hallo. Markus. Ja. Markus, hast du einen Moment Zeit für mich? Ja, ja, klar. Bis dann. Mhm. Tschüss. Komm, setz dich, setz dich. Setz dich. Kann es sein, dass es deiner Mutter nicht so gut geht? Im Moment bist du unser Sorgenkind. Nein, ich meine ja nicht gesundheitlich. Ich habe so das Gefühl, du fährst dir ein bisschen in den Rücken wegen der Privatisierung. Ich habe meine Entscheidung nicht gegen Mama getroffen, sondern für die Klinik. Verstehst du? Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, ja, aber ich glaube ja, dass ihre Entscheidungen wohl überlegt sind. Und du tätest gut daran, sie wenigstens anzuhören. Papa, ich akzeptiere ihre Einstellung. Sie meine nicht. Das ist das Problem. Verstehst du? Ich muss los. Da hol dich gut. Herr Helwig. Ah, es kommt Frau Obermeier. Ich muss schnell einen Blutdruck nehmen, entschuldigen Sie. Wenn die Werte Ihre Messskala sprengen, dann liegt das nur an dieser zauberhaften Dame. Ja, Helwig. Mhm. Ihr Blutdruck ist aber sehr nieder. Ach, das ist bei mir immer so. Naja, aber in Ihrer speziellen Situation, da muss man das im Auge behalten. Die Ärzte wissen schon, warum Sie unter Beobachtung bleiben müssen.
Wenn man sie zwei so sieht, dann meint man gerade, sie sind frisch verliebt. Dabei kennen wir uns nur vom Friedhof. Ja, wir reden manchmal über unsere verstorbenen Ehepartner, helfen uns bei der Grabpflege. Das ist schön, gell? Wenn man beim Alleinsein nicht ganz allein ist. Also gute Besserung, Herr Helwig. Danke. Bitte, na gut, Frau Meier. Wiedersehen, Schwester Ursula. Soll ich Ihnen noch ein paar Sachen aus Ihrer Wohnung holen? Sie brauchen doch bestimmt noch das ein oder andere. Den Anblick will ich Ihnen lieber ersparen. Die Wohnung sieht bestimmt wild aus nach dieser Explosion. Natürlich werde ich das für Sie erledigen. Danke Ihnen, Frau Obermeier. Irgendwie habe ich mir Ihren ersten Besuch bei mir in meiner Wohnung anders vorgestellt. Das heißt, ich darf alles uneingeschränkt auf meinen Wunschzettel schreiben? Selbst ein zweites Lasergerät? Was Sie wollen. Aber Sie halten sich trotzdem an das Prozedere. Sie werden Ihre Wunschliste mit Herrn Borowski besprechen und ich werde es dann im Verwaltungsrat klären. Herr Borowski ist bereits im Bilde, dann wäre das hier meine Aufstellung für Sie. Danke. Frau Weinberger? Ich meine, was ich sage, ist doch sowieso vollkommen egal. Entschuldige bitte, wenn du mir so etwas erzählst, kannst du nicht von mir verlangen, dass ich so tue, es sei nichts. Wir können sehr gerne nochmal darüber sprechen, aber nicht jetzt und nicht hier. Kriegen die Leute den Eindruck, du willst mich hier beeinflussen, also lass es. Ich will dich nicht manipulieren, ich möchte einfach nur... Du, jetzt ist mal Schluss. Jetzt will ich mal was von dir. Du akzeptierst meine Meinung oder du respektierst meine Meinung. Such es dir aus. Du hast recht, wir sprechen später. Herr Dr. Lindner, schön, dass wir uns mal treffen. Frau Weinberger, freut mich sehr. Ich habe ja schon viel Gutes über Sie gehört. Sie sind ein ausgesprochen kompetenter Radiologe und Chirurg, sagt man. Und warum sind Sie trotz dieser Qualifikationen und Fähigkeiten noch nicht befördert worden? Das ist ein sehr kompliziertes Thema, Frau Weinberger. Ja, Ihre Mutter ist doch nicht irgendwer. Sie müssten doch die Karriereleiter geradezu hochpurzeln. Sehen Sie mir es bitte nach, wenn ich das nicht kommentiere. Professionell und loyal. Das gefällt mir. Danke. Es gibt viele Kollegen in der Klinik und im Verwaltungsrat, die Ihre beruflichen Ambitionen sehr gerne unterstützen würden. Warum glauben Sie, ist das so? Sie sind offen für Veränderungen. Es wäre doch schade, wenn ein solches Talent an die Konkurrenz fehle. Reden wir hier von einer leitenden Position? Also wir brauchen hier gute Leute. Und es ist an der Zeit, dass Ihnen mal jemand sagt, dass Sie dazugehören. Wir sollten im Gespräch bleiben. Das würde mich sehr freuen, Frau Weinberger. Schönen Tag noch. Was willst du jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Im Moment habe ich das Gefühl, meine ganze Welt gerät aus den Fugen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Liebst du Stefan? Ja, und Markus? Na, den auch. Aber anders. Siehst du? Das habe ich dir schon so oft gesagt. Du und Markus, zwischen euch, das ist wie Bruder und Schwester. Nee, nicht wie Bruder und Schwester. Das ist... Markus ist mir sehr viel wichtiger als das. Der bedeutet mir unglaublich viel. Und Stefan? Sie würde nicht nur Markus verlieren, sondern eine ganze Familie. Es steht einfach so unglaublich viel auf dem Spiel. Alles eigentlich. Mann, ich hab doch nur die Lindners. Und uns. Stimmt. Marie, du musst rein Tisch machen und Markus die Wahrheit sagen. Ja, ich weiß. So geht das nicht weiter. Also Marie, die Bekannte von dem Herrn Helwig, die ist einfach goldig. Wenn er sie anschaut, dann wird's verlegen wie ein Teenager. Das glaube ich gern, dass du gemeint hast, die sind ein Paar. Die passen einfach super zusammen. Ja. Aber ich glaube, die getrauen sich nicht, sich das einzugestehen. Schade. Wenn man die Chance auf die Liebe verpasst. Oder Henriette? Jan, ich habe leider keine guten Nachrichten für dich. Deine Atemnot kommt von einem Pleuraerguss.
Na komm, du guckst doch nur so besorgt, damit ich schön brav im Bett bleibe. Jan, es ist wirklich ernst. Und was ist das, ein Pleura? Es sammelt sich Flüssigkeit zwischen Lungenfell und Brustfell an. Du bekommst jetzt ein Diuretikum. Könntest du bitte so sprechen, dass ich das auch verstehe? Das ist ein Mittel, das das Wasser aus dem Körper schwemmt. Zusätzlich machen wir ein Herzecho und ab sofort informierst du mich über jede auch noch so kleine Beschwerde. Ja? Ja, versprochen, Frau Professor. Ich habe übrigens mit Markus gesprochen. Und? Ziemlich sturer Hund. Das hat er von dir. Ich habe ihn eben getroffen, er lässt mich nicht an sich ran. Da braucht er einfach nur ein bisschen Zeit. Der kriegt sich schon ein. Er wird einsehen, dass er falsch liegt. Reizlose Wundverhältnisse, keine Dehiszenzen. Mhm. Bitte weiter mit Zinksalbe behandeln, ja? Herr Helwig, da haben Sie wirklich Glück gehabt bei Ihrer Gasexplosion. Und Glück mit der Klinik. Ich fühle mich bei Ihnen wirklich gut aufgehoben. Außer, dass wir Ihnen eine Freundin angedichtet haben. Also entschuldigen Sie bitte nochmal, dass ich Sie praktisch mit Frau Obermeier verkuppelt habe. Ja, das denken offenbar viele, dass wir ein Paar sind. Die Frau Obermeier ist ja auch ein Schatz. Sie weiß immer ganz genau, was zu tun ist. Es ist, als könnte sie in meine Seele schauen. Ja, sagen Sie es ruhig, so ein alter Depp wie ich sollte nicht so gefühlsduselig sein. Sie haben recht, der Zug ist abgefahren. Ach, nein, nein, keineswegs. Nur so wie Sie schwärmen, da würde ich ja nur von meiner Frau sprechen. Sie sind verheiratet. Ja. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich es tun. Vielleicht sollten Sie was tun? Handeln. Ich meine, wenn man jemanden liebt, dann muss man es auch zeigen, oder? Mhm. Haben Sie recht. Marie. Ja, Marie. Weißt du, wir verstehen uns einfach. Wir haben den gleichen Humor, wir lieben unseren Beruf, gleiche Werte. Es geht uns nicht um Geld oder Karriere. Antonia, um so eine Frau muss ich doch kämpfen. Du bist bereit, den Preis dafür zu zahlen? Ja, absolut. Und wenn Marie sich für uns entscheidet, dann wird sie irgendwann wissen, dass sie richtig gehandelt hat. Und dann werden auch ihre Schuldgefühle verschwinden. Ist das nicht etwas egoistisch? Gegenfrage. Soll ich meine große Liebe aufgeben, nur damit ich jemand anderem nicht auf die Füße trete? Nee, ganz bestimmt nicht. Und ganz ehrlich, Antoni, wir sind alle über 18. Wir stehen zu unseren Schwierigkeiten und laufen nicht für ihn davon. Trotzdem, Marie enttäuscht nicht nur Markus, sondern die ganze Familie Lindner. Dass überhaupt geht? Wie meinst du das? Naja. Eine neue Beziehung aufbauen auf einem riesigen Scherbenhaufen. Guten Appetit, Herr Wawrowski. Ich würde nur sagen, dass es ein kluger Schachzug war von Ihnen. Mit der Unterstützung für unser Projekt. Das war halt mein Part, ne? Lass uns mal darüber sprechen, was ich dafür bekomme. Werden wir zu gegebener Zeit auch tun, ja. Wawrowski, Sie sind eigentlich die ganze Zeit nur am Quatsch. Ey, was ich jetzt mal taten Sie Scheiße. Fehlt Ihnen was? Die Frau Weinberger zum Beispiel, die ist wesentlich verbindlicher als Sie. Sie haben also mit Christiane Weinberger über Karriere gesprochen? Ja, mit der habe ich gesprochen. Die sieht mich zum Beispiel in der Führungsposition. Also kommen Sie langsam mal in die Gänge, verdammt noch mal. Was ist denn jetzt mit der Klinikleitung? Sie sind jetzt erstmal dabei, den privaten Teil aufzubauen. Dann folgen die Personalgespräche. Herr Borowski, ich habe Freunde. Und ich rede von einflussreichen Freunden. Ja, ich weiß. Ich bin immer einer von Ihnen. Ging aber schnell. Wer waren Sie denn schon in meiner Wohnung? Herr Helwig. Also meinetwegen hätte sie sich nicht so beeilen müssen. Ja, was ist denn? Geht es Ihnen nicht gut, Frau Obermeier?
kaputt, alles kaputt. Ein Grauen. Was? Ja, Ihre Wohnung, Sie können da nicht mehr hinein. Sie ist, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, total zerstört, nichts mehr da. Herr Hellwig, geht's Ihnen nicht gut? Soll ich jemanden rufen? Schwester Karin, könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, ich muss nur gleich... Es dauert nicht lange. Wie Sie ja wissen, wird ein Teil der Klinik umgestaltet. Ihre neue Abteilung, ja. Ja, richtig. Und dafür brauche ich Sie. Schwester Karin, ich finde, Sie sind überqualifiziert. Dazu Ihre fabelhafte Erscheinung, was nicht unerheblich ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde Sie gerne in meine Abteilung holen. Das heißt, geregelte Arbeitszeiten, mehr Geld, keine Notfälle, keine Überstunden. Wie finden Sie das? Klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Wo ist ein Haken? Das ist das Gute, es gibt keinen. Nur zwei Sachen. Für die Mitarbeiter meiner Abteilung gilt Diskretion als oberstes Gebot. Ja, das ist ja hier nicht anders. Wer sich in meine Abteilung zur Behandlung begibt, legt großen Wert darauf, anonym zu bleiben. Daher würde ich Ihnen ans Herz legen, nicht allzu engen Kontakt mehr mit den Mitarbeitern des öffentlichen Bereichs zu halten. Ich hoffe, Sie verstehen, wie ich das meine. Ja, und die zweite Sache wäre, ich brauche sofort ein kompetentes Team. Daher entscheiden Sie sich doch bitte schnell. Schönen Tag noch. Karin, das Gespräch mit der Frau Dr. Jung, war das was Wichtiges? Es ging um die Nachsorge eines OP-Patienten. Mhm. Und hat der OP-Patient auch einen Namen? Herr Huber wartet auf sein Insulin. Ah, Frau Professor, Entschuldigung. Hätten Sie einen Moment Zeit? Oberschwester, was kann ich für Sie tun? Also wissen Sie, die Unruhe, die Frau Dr. Jung im Haus verbreitet, die nimmt ja stündlich zu. Wenn es zu Störungen im Arbeitsablauf kommt, sagen Sie es. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Entspannt schauen Sie auch nicht aus. Ja. Wegen seinem Tee. Stichwort Lebensgeister. Bitte schön. Haben Sie rechte Sorgen, Frau Professor? Jan hat einen Pleuraerguss. Mein Gott, die ist Hanno. Und wir behandeln es. Er bekommt ab sofort Diuretikum und Digitalis zur Herzstärkung. Ich hab's schon ins Krankenblatt eingetragen. Eieieiei. Wissen Sie, meines Erachtens müsste eigentlich jeder Mensch einen Organspendeausweis haben. Ich lasse ihn jetzt sofort auf die Urgentliste setzen. Von Frau Dr. Jung ist wirklich gut. Meinst du, ich soll das machen? Wenn du meinst. Sorry, du hast dafür heute gar keinen Kopf. Entschuldige, Karin. Nein, ist okay. Hast du mit Markus geredet? Nein. Wann auch? Ich hatte seit heute Morgen nicht eine ruhige Minute. Oh, und Karin, ganz ehrlich, reinen Tisch machen, das hört sich weitaus einfacher an, als es ist. Ich glaube, ich habe mich hoffnungslos verliebt. Und gerade jetzt hat sich Markus entschlossen, auf Kuschelkurs zu gehen. Ich werde noch wahnsinnig. Marie, vielleicht hat Henriette ja recht. Und du sollst es jetzt wirklich nicht überstürzen. Ich meine, dass sich diese Nacht mit Stefan total durcheinander bringt, das... Ja, aber wie soll das denn funktionieren, Mensch? Ich kann doch nicht nachts neben Markus im Bett liegen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Jetzt stell dir doch mal vor, der will zärtlich werden oder irgendwas. Ich liebe Stefan. Und das schon seit Wochen, oder? Nicht erst seit dieser Nacht. Marie, dann musst du Markus die Wahrheit sagen. Ja, ich weiß. Aber es ist so verdammt kompliziert. Ich muss auf den richtigen Moment warten. Dafür gibt's nicht den richtigen Moment.
muss in den OP. Und jetzt rat mal mit wem. Und ich versichere Ihnen, im Anschluss wird kein Mensch sehen, dass Sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen haben. Am besten, Sie sagen Ihrem Umfeld einfach, Sie haben ein paar Tage in einem Wellnessclub geurlaubt. Ja, das klingt gut. Vielen Dank, Frau Doktor. Sehr gerne. Schauen. Frau Professor Lindner, kann ich Ihnen helfen? Was machen Sie mit meinem Pflegepersonal, Frau Dr. Jung? Hier, die Mitralklappen-OP. Danke, Schwester Henriette. Der Verwaltungsrat hat mir zugesichert, dass ich mein Personal aus der Stammbelegschaft rekrutieren darf. Das bleibt Ihnen unbenommen. Aber wenn ich noch einmal mitbekomme, dass Sie im Hintergrund agieren, werde ich andere Schritte in die Wege leiten, liebe Frau Dr. Jung. Keine Sorge. Das will ich hoffen. Na also, was dies wieder für ein Geschiss ist drüben in der Klinik, wegen der Schönheitschirurgie. Das wäre von einem Designer gestaltet. Was meinst du, was das kostet? Hä? Da komm ich einfach nicht mehr mit. Du, was ist? Hilfst du mir drüben jetzt? In der Klinik? Ja. Ist heute leider schlecht. Ich muss noch Sachen fürs Abi machen. Naja, verstehe. Ja, oder willst du vielleicht einer gewissen Person auf Station 3 nicht mehr begegnen? Hä? Quatsch, nein. Nicht. Na gut. Gut, dann geh ich halt alleine über. Ist nicht so schlimm, wenn du da bleiben willst, gell? Aber was anderes ist schlimmer. Und zwar das, was in dir rumort. In mir rumort nix. Ja? Lukas, aber ich geb dir trotzdem den guten Rat. Kapitulier nicht von einer kleinen Unsicherheit. Ja? Weil dann wird nämlich eine große daraus. Okay. Für dich. So, ich öffne das Peritoneum. Alles bereit machen zum Absaugen, bitte. Ist alles vorbereitet? Tupfe. Ah ja, schau. Abszessbildung im Duodenum. Müssen die Blutung stillen? Die wird geklemmt. Find's schön, dass du hier bist. Mit meiner blöden Eifersucht habe ich nicht nur die, sondern auch Dr. Jung und euch getan. Weitere Sekretabsonderungen, Kolon, Aszendenz. Ich bin froh, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben. Und danke, dass Sie Markus' Fehlverhalten nicht an die große Glocke gehängt haben. Kopfschmerzen, ich hole mir eine Tablette. Hey, Lukas. Hallo. Wie geht's der Kleinen? Gut, sie schläft. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe mit dem Bett. Wolltest du uns besuchen? Eigentlich nicht. Mein Opa wollte, dass ich ihm helfe, aber... Aber? Ich will euch sehen. Und also auf jeden Fall vielen Dank für die Lektüre, ja? Danke. Ja, schon.
Herr Kollege. Herr Dr. Jung, ich glaube, wir beide, wir sollten uns mal unterhalten. In Ordnung. Marie und ich, wir beide haben uns ausgesprochen. Und ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich wollte mich bei Ihnen dafür entschuldigen, dass ich Ihnen ein Verhältnis mit meiner Frau angedichtet habe. Und ich weiß, dass ich mich falsch verhalten habe. Das Schlimmste daran ist allerdings, dass das ganze Misstrauen wirklich unbegründet war. Was soll ich dazu sagen? Nehmen Sie meine Entschuldigung an. Herr Dr. Jung, wirklich vielen Dank für Ihr Verständnis. Was halten Sie davon, wenn Sie zu einem kleinen Weinabend zu uns nach Hause kommen? Sie, Marie und ich. Und vielleicht könnte man diese ganzen Missverständnisse einfach aus dem Weg räumen. Hm? Was sagen Sie? Solange wir hier keine volle Auslastung haben, da kann ich sowieso keinen weiteren Euro zusätzlich für die Ausstattung der kosmetischen Chirurgie bewilligen. Geht das in einen kleinen, verwöhnten Schädel rein? Wie kannst du es wagen? Jetzt wirklich schade, was aus der enthusiastischen und talentierten Ärztin geworden ist, die du mal warst. Was denn? Eine Gesichtsdesignerin für reiche Tussen, die das Geld ihrer Männer verprassen. Das jedenfalls kann ich morgens noch in den Spiegel schauen. Wie vereinbart sich eigentlich die Tatsache, dass du in eine fremde Ehe einbrichst, mit deinem morgendlichen Blick in den Spiegel?